Engel, Hiobs Botschaft, Traumsaat, Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 5. Vereint rückten seine Scharen an, bahnten gegen mich den Weg, lagerten sich rings um mein Zelt. Hiob, Kapitel 19, Vers 12. Adoniel war immer noch starr vor Entsetzen, als sie Traumsaat angriff. Wie ein undurchdringlicher schwarzer Vorhang erhob sie sich aus den umliegenden Wäldern und Felsspalten. Es musste eine fast zehnfache Übermacht sein, die sie umzingelt hatte. Und das nur, wenn er die unzähligen winzigen Wesen nicht mitzählte, die die größeren Dämonen umschwirrten. Er hatte bisher zweimal einen Traumsaat-Dämon gegenübergestanden. Beim ersten Mal hatten sie während der Ausbildung in Nürnberg die sterblichen Überreste einer erschlagenen Verderberlibelle untersucht. Bei der zweiten Begegnung hatte er sogar allein gegen das Geschöpf des Herrn der Fliegen antreten müssen. Es war eine etwa mannsgroße Kreatur gewesen, halb Schmeißfliege, halb Skorpion. Und er wäre mehrmals fast von ihrem langen, giftriefenden Stachel durchbohrt worden, bevor er sein Flammenschwert in eines ihrer tellergroßen Facettenaugen stoßen konnte. Aber auch dieser Kampf war Teil seiner Ausbildung gewesen, und allein diese Tatsache hatte dem Dämon viel seines Schreckens genommen. Das hier war etwas anderes, vollkommen anderes, und längst vergessen gehoffte Erinnerungen stürmten auf ihn ein wie die Brandung des Meeres auf eine zerklüftete Küste. »Aufsteigen«, hatte Nefriel sie angewiesen, »bleibt direkt zusammen.« Die energische Stimme des erfahrenen Michaeliten in seinem Kopf hatte auch Adoniel seine Fassung wiederfinden lassen. In einer fließenden Bewegung hatte er sein Flammenschwert gezogen, es auffludern lassen und war mit emporgereckter Waffe in den Himmel aufgestiegen. Die anderen Michaeliten hatten nicht so schnell reagiert, und er hatte aus dem Augenwinkel erkennen können, wie die Welle der Angreifer unter seinen Füßen gegen die anderen beiden Scharen, die sich noch am Boden befanden, anbrandete. »Wir müssen ihnen helfen«, hatte er wieder Nefriels Stimme in seinem Kopf vernommen. »Fliegt kurze Entlastungsangriffe, aber lasst euch auf keine längeren Gefechte ein.« Damit war der Michaelit schon wieder auf die Kämpfenden hinabgestoßen, und Adoniel war ihm gefolgt, ohne einen weiteren Gedanken darauf zu verschwenden. Aber hier und heute wurde eine andere Schlacht geschlagen, rief sich Adoniel in die Gegenwart zurück. Er schüttelte energisch den Kopf. Diesmal würden sie nicht in einen Hinterhalt geraten. Die Späher der angelitischen Kirche hatten keine versteckte Traumsaat entdecken können, die ihnen beim Sturm auf Tours in den Rücken fallen konnten. Und irgendwo unter den langen, dahingleitenden himmlischen Heerscharen fuhr ein gewaltiges Heer von Templern und Söldnern und unzähligen Booten über das Schwarze Meer auf Tours zu. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis es die Stadt erreichte, und dann würde der Tanz beginnen. Es war Ariel diesmal nicht gelungen, vor der Schlacht alle anderen Gedanken aus ihrem Geist zu verbannen. Trotz tiefer Meditation und eines langen Gesprächs mit Rahel war sie immer noch in Sorge um Maluriel. Er war bis jetzt nicht zu ihnen zurückgekehrt, und ihre Befürchtung, ihm könnte etwas zugestoßen sein, wurde immer konkreter. Aber nicht nur die Sorge machte ihr zu schaffen. Da war auch noch der Ärger über das Verhalten des Ramieliten. Wie konnte er es wagen, die Schar einfach so zu verlassen? Das Schlimmste war jedoch, dass Ariel inzwischen ernsthaft an ihren Fähigkeiten als Michaelitin zweifelte. Hatte sie es etwa zugelassen, dass ihre Schar an der inneren Auseinandersetzung zerbrach? Oder hatte sie dies gar verschuldet? Ariel wusste, dass sie an all das jetzt keine Gedanken verschwenden dürfte.
aber es fiel ihr zunehmend schwerer, sich darauf zu konzentrieren, was ihre Aufgabe war. Sie waren etwa 2 Stunden vor Morgengrauen aus dem Heerlager bei Chinon aufgebrochen. Die Engel hätten die Strecke nach Tours sicher in weniger als einer halben Stunde zurücklegen können, aber die Boote der Bodentruppen brauchten mehr Zeit. Und um kein unnötiges Risiko einzugehen, blieben sie alle beisammen. Bereits bei ihrem Aufbruch hatte ein feiner Sprühregen das dunkle Land verschleiert. Es war fast, als schwämmen sie durch den Himmel. In einer Welt, die nur aus Grautönen bestand, waren die anderen Engelsscharen nur ein paar helle Flecke um sie herum. Ariel hatte jegliches Zeitgefühl verloren, als schließlich vor ihnen die ersten Lichter der Stadt zu erkennen waren. Obwohl kaum mehr als ein schwacher Schimmer durch den Regen, waren die Lichter schon sehr nah. Der Großteil der Scharen hatte Befehl, sich auf den letzten paar hundert Metern von den Booten abzusetzen und als erste die Hafenbefestigung anzugreifen. Das sollte den Galeeren der Templer die Landung erleichtern. Wenn die Hauptstreitmacht gelandet war, hatten die Engel alle Traumsaat in kleinere Einzelgefechte zu verwickeln, damit die Bodentruppen ohne die zusätzliche Gefahr aus der Luft den Rest der Stadt erobern konnte. Mehrere Scharen, darunter auch Ariels, sollten sich in dieser Phase des Kampfes möglichst bald in Richtung der beiden Stadttore bewegen und die Torbastionen erobern, um damit der Kavallerie, die jenseits der massiven Steinbrücken an den Flussufern wartete, den Weg in die Stadt freizumachen. Es geht los! Das kam von Pyriel, der ersten Michaelitin in diesem Einsatz. Ariel wusste, dass Pyriel mit ihrer Schar irgendwo hoch oben über ihnen allen schwebte und den gesamten Angriff aus der Luft koordinierte. Ariel beneidete sie nicht um diese Aufgabe. »Es geht los«, gab sie an ihre Schar weiter. »Aufsteigen!« Ihre Gedanken richteten sich diesmal nicht nur an die anderen Mitglieder ihrer Schar, sondern waren auch für Pyriel bestimmt. Bei den schlechten Sichtverhältnissen waren die geistige Stimme der Michaeliten die einzige Möglichkeit für die Erste, über die Bewegungen der unzähligen Scharen informiert zu bleiben. Sie beschleunigten ihren Flug und stiegen in die tief hängende graue Wolkendecke auf. Der feine Nieselregen wurde immer mehr zu einem noch feineren Nebel, je höher sie aufstiegen, und endlich durchstießen sie zum ersten Mal in dieser Nacht die Wolken. Das pulsierende Rauschen des Regens in ihrem Gefieder verstummte und auch die Sicht von hier oben war fast unwirklich klar. Es war immer noch dunkel, aber vor ihnen am östlichen Horizont war ein schmaler, rot glühender Streifen zu erkennen. Ariel warf einen kurzen Blick nach oben und konnte etwa 50 Meter über ihnen 5 Engel ruhig in der Luft stehen sehen. Pyriels Schar. Ein paar hundert Meter vor ihnen kreisten mehrere Urieliten dicht über der Wolkendecke und tauchten immer wieder kurz in die grauen Schwaden ein. Dort unten musste Tours liegen. Sie führte ihre Schar zu den anderen wartenden Engeln, die sich unweit von dieser Stelle in der Luft hielten. Von hier sah es aus, als stünden sie auf den Wolken. Daniel! Flieg in die Wolkendecke hinab und versuche dir einen groben Überblick über die Lage in Tours zu verschaffen. Achte dabei besonders auf den Hafen. Ich möchte mir ein eigenes Bild machen, ehe wir uns in die Schlacht stürzen. Der Urielit nickte wortlos und stieß in die Wolken hinab. Ariel schloss die Augen und konzentrierte sich ganz auf den Geist ihres schweigsamen Scharbruders. Was siehst du? Die Stadt ist nur ganz schwach beleuchtet. Als legen sie noch alle nichtsahnend in ihren Betten. Am Hafen ist etwas mehr Licht. Ich glaube, an den Molen beleuchten Feuer die Hafeneinfahrt. Und unsere Boote? Fragte Ariel. Sie sind noch ein ganzes Stück entfernt. Kommen momentan aber recht schnell näher. Ich denke, die Galeeren der Templer sind in Kürze in Sichtweite der Stadt. Kannst du sonst noch was erkennen? Nein. Ariel spürte fast, wie Daniel energisch den Kopf schüttelte. »Nicht ohne näher heranzufliegen.« »Tu das nicht. Das muss reichen. Komm zurück.«
Der Hafen ist bewacht, dachte Ariel, so, dass auch Pyriel es empfangen musste. Wir werden dort angreifen. Einverstanden, vernahm sie die Stimme der anderen Michaelitin in ihrem Kopf. Ihr übernehmt den ersten Ansturm auf das südliche Feuer. Ariel nickte und teilte den anderen Scharmitgliedern ihren Auftrag mit, nachdem Daniel zurückgekehrt war. Sie konnte beobachten, wie die anderen Scharen sich nach Pyriels Befehlen zu mehreren Schlachtreihen gruppierten. Dann wandte sie ihren Blick der Stelle der Wolkendecke zu, unter der ihrer Einschätzung nach der Feind liegen musste. Sie musste nicht lange warten, bis der Befehl zum Angriff kam. Mit einem einfachen »Jetzt!« begann der Sturm auf die Ketzerstadt Tours. Schon wenige Augenblicke, nachdem Adoniel sich in das Kampfgetümmel gestürzt hatte, waren alle Finten und Manöver vergessen, die er während des langen und harten Trainings in Nürnberg gelernt hatte. Schreiend wirbelte er das große Flammenschwert herum und musste dabei seine ganze Aufmerksamkeit darauf verwenden, sich nicht die eigenen Flügel zu versengen. Die schwarzen Traumsaatdämonen umschwirrten ihn zu allen Seiten. Unter ihm glänzte ein riesiger, schuppiger Leib, bei dem er weder Kopf noch Schwanz erkennen konnte, nur gewaltige Panzerplatten. Von ringsum schnappten mehrere Libellendämonen mit ihren scharfen Kiefern nach ihm und über ihm kochte ein Meer winziger, schwarzer Insekten. Aber die feurigen Streiche seines Flammenschwertes hielten seine Gegner auf Abstand. Und nachdem er die anfängliche Panik abgeschüttelt hatte, konnte er sogar ein, zwei gezielte Treffer landen. Wie viel Schaden seine Angriffe verursachten, vermochte er nicht zu sagen, aber er warf sich mit verzweifelter Kraft in den Kampf und hatte das Gefühl, unzählige Dämonen zu erschlagen. Doch für jeden Gegner, den er trudelnd in die Tiefe schickte, schienen sofort zwei neue auf ihn einzudringen. »Adoniel«, erklang da Nefriels Stimme in seinem Kopf. Er spürte die Dringlichkeit des Rufes sofort und sah sich um, konnte jedoch keinen anderen Engel im Gewirr der schwarz glänzenden Dämonenleiber erkennen. »Wo seid ihr?« schrie er in den Höllenlärm der Schlacht hinein. »Adoniel, hierher!« antwortete ihm jetzt eine richtige Stimme, irgendwo links hinter ihm. Mit wütenden Flügelschlägen wandte er sich um und ließ sein Schwert funkenschlagend auf den Schädel einer Libelle herabsausen, die sich ihm in den Weg schob. Der Traumsaat-Dämon erstarrte in seiner Bewegung und schien einen Moment lang reglos in der Luft zu hängen, bevor er mit schlaffen Flügeln in die Tiefe stürzte. Als hätte der Tod der verderbten Libelle die anderen Dämonen eingeschüchtert, wichen diese vor Adoniel zurück und gaben den Weg zu der Stelle frei, von der er Nefriel jetzt wieder rufen hörte. »Adoniel, schnell hierher!« Er flog auf eine Gruppe fast mannsgroßer gelb-schwarzer Wespen zu. Sie standen fast regungslos in der Luft. Die einzige Bewegung war das verschwommene Flirren ihrer dürren, transparenten Hautflügel. Zwischen den dämonischen Riesenwespen konnte Adoniel die weißen Körper mehrerer Engel erkennen. Ihre Schwingen hingen schlaff herab. »Adoniel«, erklang da wieder die Stimme und eine der Wespen wandte ihm ihren Kopf zu. Anstelle der Facettenaugen konnte er das verzerrte Abbild von Nefriels Gesicht erkennen. Der glühende Blick der Augen, die nicht mehr Nefriels waren, traf den seinen und er hatte das Gefühl, sein Herz höher aufzuschlagen. Die messerscharfen Fänge der Bestie lösten sich aus dem blutüberströmten Leib des Michaeliten und der leblose Engel trudelte in die Tiefe. Mit bedrohlich gespreizten Klauen glitt der Dämon auf den jungen Gabrieliten zu. »Adoniel«, Ariels Stimme erreichte ihn wie aus weiter Ferne. »Siehst du die Wachposten dort unten neben dem Feuer? Ich möchte, dass du sie unschädlich machst.« Er nickte und schüttelte den letzten Rest der Erinnerung ab, die sich immer wieder vor seinem inneren Auge schob. Dann stürzte er sich kopfüber in die Tiefe und ging knapp über der Wasseroberfläche in einen schnellen Gleitflug über. Die Sonne musste mittlerweile über dem Horizont stehen. Ihre ersten Strahlen drangen durch die Wolken und hüllten den Hafen in ein graues, unwirkliches Halbdunkel. Er beschleunigte seinen Sturmflug noch weiter. Er hörte, wie der Nieselregen zischend in der Glut der Klinge verdampfte. Die Hafenmole erhob sich etwa 2 Meter über dem Wasserspiegel. Kurz bevor er die ersten Wellenbrecher erreichte, änderte er mit ein paar schnellen Flügelschlägen seine Richtung und schoss über den Rand der steinernen Hafenbefestigung hinweg. 2 der 5 Wachen streckte er im ersten Anflug nieder. Als er hinter der Mole seinen Flug in einer scharfen Kurve wendete,
sah er, wie ein dritter Ketzer von einem grün gefiederten Pfeil getroffen zusammenbrach. Dann war er auch schon wieder über den Wachen und ließ einen von ihnen mit einem fast beiläufigen Fußtritt rücklings ins Hafenbecken stürzen, während er dem letzten seine lodernde Klinge durch die Brust stieß, noch ehe dieser so recht wusste, wie ihm geschah. Im nächsten Moment waren die anderen auch schon wieder an seiner Seite. »Gut gemacht«, lobte Ariel, »aber das wird leider nicht alles sein.« Und noch während die Worte in seinem Kopf verklangen, hörte Adoniel hinter seinem Rücken ein Geräusch, als erhebe sich etwas Gigantisches aus dem Hafenbecken. Nachdem er festgestellt hatte, dass ihm tatsächlich niemand folgte, hatte Maloriel sich hinter ein paar Weiden an der Steilküste südlich der Stadt niedergelassen. Er würde ihr schon zeigen, dass er mehr leisten konnte, als im Handbuch der Scharführer stand, oder was auch immer jetzt die Grundlage für Ariels Entscheidungen war. Er entrollte die Karte, die er von den Templern erhalten hatte, und spähte durchs Geäst zur Stadt hinüber. Die schroffen Steilküsten, die das Lorette-Delta zu beiden Seiten begrenzten, boten ideale Verstecke, besonders für Wesen, die fliegen konnten. Wenn die Ketzer oder die mit ihnen verbündeten Traumsaat-Dämonen also einen Hinterhalt planten, würden sie sich irgendwo dort verstecken. Er schob die Karte wieder in den Lederköcher an seiner Hüfte und trat zwischen den Weiden an die Felskante. Wenn er jetzt an der Küste entlang flog, wäre er selbst sehr gut zu sehen. Nicht nur von den Türmen von Tours aus, sondern auch von seiner Schar oder anderen Engeln, die in der Gegend auf Erkundungsmission waren. Er beschloss, erst einmal oben auf der Steilküste in Richtung der Stadt zu laufen und dabei nach möglichen Verstecken Ausschau zu halten. Schon nach einer knappen Stunde wurde Maloriel klar, dass es in den Felsen unzählige Plätze gab, die sich als Versteck anboten. Und dass er von hier oben keine Chance hatte, sich auch nur einigermaßen umzusehen. Warum war Ariel bloß so stur gewesen? Sie hätte ihn einfach mit Daniel zusammen die Steilküste absuchen lassen sollen. Aber er musste jetzt alles alleine erledigen. Mit einem gewaltigen Satz war der Ramelit vor der Steilküste in der Luft. Er flog weiter gen Osten und hielt sich dabei dicht an den schroffen Felsen, dass sie ihnen möglichst viel Deckung vor neugierigen Blicken boten. Immer wieder landete er auf einem der Felsvorsprünge, um seinen Abschnitt der Felskünste in Ruhe zu mustern und kurze Anmerkungen in die Karte einzutragen. Es war kurz nach Mittag, als der Ramelit auf diese Weise in Sichtweite der Südbrücke von Tours kam. Bisher hatte er keinerlei Anzeichen auf versteckte Traumsaat-Kreaturen gefunden. Auf der Südbrücke jedoch konnte er mehrere Gestalten erkennen, einige davon ohne Zweifel nicht menschlich. Vorsichtig wich er zurück und stieg wieder zur Felskante auf. Ein kurzes Stück zurück hatte er eine Gruppe von Tannen über dem Rand aufragen sehen. Dort konnte er sich verstecken und überlegen, was als nächstes zu tun war, ehe er das Netz, das aus den Bäumen auf ihn herabfiel, war überraschend schwer. Seine feinen, schwarzen Fäden glänzten von einem dicken, flüssigen, gelb-weißlichen Sekret, das sich mit glühendem Schmerz in seine Haut brannte. Maloriel wollte nach seinem Dolch greifen, um sich loszuschneiden, doch seine Bewegungen waren unbeholfen und langsam. Er verlor das Bewusstsein, noch ehe er auf den Boden aufschlug. In der undurchdringlichen Schwärze um ihn herum regte sich etwas. Celina, seine jüngere Schwester, war aufgewacht und drängte sich im Dunkeln der Höhle dicht an ihn. »Hab keine Angst«, flüsterte er zu. »Wir sind in Sicherheit.« Er legte ihr beruhigend seinen Arm auf die Schulter und deckte sie mit der freien Hand mit seinem Regenmantel zu. Seine anderen Geschwister schliefen tief und fest. Er konnte in der Dunkelheit nicht sehen, aber er hörte ihre ruhigen, gleichmäßigen Atemzüge. Es war verdammt kalt geworden, seit draußen die Sonne untergegangen war. So kalt.
Zuerst hatte Ariel gedacht, ein Schwarm riesiger Tausendfüßler krieche ihnen aus dem Wasser des Hafens entgegen. Doch dann hatte sie erkannt, dass es sich nur um eine einzige Kreatur handelte. Nur ihre vordere Hälfte erinnerte an ein Bündel Tausendfüßler. Ihr Hinterleib schien mehr einer gewaltigen Nacktschnecke zu gleichen. Mehr konnte sie nicht erkennen, bevor das Traumsaatwesen mit seinen unzähligen Köpfen nach ihnen schnappte. Die gefährlichen Mandiblen der zahllosen Mäuler schienen um sie herum zu explodieren. Sie wirbelte herum und ihr Langschwert trennte mehrere der dünnen Beine von einem der sich windenden Chitinleiber. Mit ein paar kräftigen Flügelschlägen gewann sie an Höhe und gelangte aus der Reichweite des Traumsaatdämons. Verteilt euch und haltet Abstand. Von hier oben konnte sie sehen, dass die Kreatur die gesamte Hafeneinfahrt von Tours blockierte. Sie hörte jetzt auch von ringsherum Kampfeslärm und konnte aus dem Augenwinkel die lodernden Flammenschwerter mehrerer Gabrieliten erkennen, die über der anderen Mole mit fliegenden Traumsaatgezücht kämpften. Die Flotte der Templer musste den Hafen jeden Moment erreichen, und wenn sie bis dahin die Tausendfüßlermonster nicht unschädlich gemacht hatten, würde es die Boote zerschmettern und den gesamten Angriff zum Stocken bringen. Daniel hing nur wenige Meter von der Kreatur entfernt, mit ruhigem Flügelschlag in der Luft. Ein Pfeil nach dem anderen verließ die Sehne seines Bogens und schlug in das Gewirr aus gepanzerten Leiber ein. Aber Ariel konnte beobachten, dass die meisten Pfeile von dem schwarzen Chitin abprallten, ohne Schaden anzurichten. »Daniel«, sendete sie, »flieg der Templerflotte entgegen und warne sie. Ich versuche Verstärkung zu rufen, um dieses Ding zu vernichten.« Daniel nickte und schob den Pfeil zurück, den er eben aus dem Köcher hatte ziehen wollen. Er wandte sich um und verschwand mit ein paar energischen Flügelschlägen im trüben Halbdunkel des Morgens. Ariel konzentrierte sich auf das Bild des grauenhaften Traumsaatdämons in der Hafeneinfahrt. Pyriel, ein großer Traumsaatdämon, blockiert den Hafen. Er scheint sehr gut gepanzert zu sein. Sie spürte, wie die erste Michaelitin hoch oben über den Wolken das Bild empfing. Das ist Sache der Gabrieliten. Im nächsten Moment waren die fünf schwarzgewandten Gabrieliten, die Ariel eben noch über der anderen Mole gesehen hatte, heran. Wie geflügelte Feuerbälle stürzten sie sich von allen Seiten auf den Traumsaatdämon im Hafen. Ariel hatte schon davon gehört, dass bei größeren Schlachten manchmal Scharen zum Einsatz kamen, die nur aus den Todesengeln bestanden. Aber sie hatte noch nie gesehen, wie fünf Gabrieliten gemeinsam kämpften. Ihre geschmeidigen, kraftvollen Bewegungen waren so schnell, dass Ariel sie kaum erkennen konnte. Dennoch waren sie so präzise aufeinander abgestimmt, dass sie wie ein einziges Wesen handelten. Sie waren der verkörperte Zorn Gottes. Ariel, achte auf ihre Verfolger! Pyriels Warnung ließ Ariel herumwirbeln und gerade noch rechtzeitig einer großen, glühend heißen, riesigen Schere ausweichen, die nach ihren Flügeln schnappte. Die fünf Todesengel hatten sich auf Pyriels Befehl von ihren Gegnern auf der anderen Seite des Hafens gelöst und waren zur Hafeneinfahrt herübergeflogen. Aber die schwerfälligen Traumsaatdämonen waren ihnen gefolgt und kamen jetzt ebenfalls heran. Die vier Wesen glichen geflügelten Krabben von der Größe ausgewachsener Schafe. Sie waren pechschwarz, nur ihre gewaltigen Scheren glühten im dunklen Rot. Der Regen verdampfte in der Glut, eine heiße Wolke wehte Ariel ins Gesicht. »Die übernehmen wir, Pyriel, Rahel, Adoniel, zu mir.« Im selben Augenblick stürzte Adoniel auch schon mit hoch erhobenem Flammenschwert an ihr vorbei. Sie konnte erkennen, dass seine Haut einen unnatürlichen Marmorschimmer angenommen hatte. Mit bloßem Arm schlug er die glühenden Scheren eines der Krabbendämonen beiseite und ließ seine blodernde Klinge auf dessen Panzer niederkrachen. Funken stoben und die Hitze der Klinge ließ beißenden schwarzen Rauch aus der Wunde aufsteigen. Ariel nickte grimmig. Dicht gefolgt von Rahel flog sie den anderen Dämonen entgegen. »Rahel, du nimmst den letzten.« Gewandt wich sie den Scheren der ersten Dämonenkrabbe aus und stieg steil empor. Im Vorbeiflug gelang es ihr, einen der langen Stielaugen der Kreatur mit einem schnellen, heftigen Schwerthieb abzutrennen. Im selben Moment hatte Rahel sich plötzlich ein Stück in die Tiefe sacken lassen und schoss unter dem überraschten Kreaturen hindurch. In ihrer Hand blitzte ein kleiner Dolch. Als sie hinter den Gegnern wieder zu Ariel aufschoss, klaffte ein langer Schnitt in einer der verwundbaren Schwingen des letzten Dämons. Ariel konnte sehen, wie er immer angestrengter mit den Flügeln schlug, aber dennoch in einer langsamen Kurve nach unten zu sinken begann.
Jetzt bleiben wir zusammen. Der Dämon, dem Ariel das Auge abgeschlagen hatte, drehte seinen plumpen Körper in der Luft, um sich mit weit geöffneten Scheren auf die Michaelitin zu stürzen. Doch schon war Adoniel wieder zur Stelle und bohrte sein Flammenschwert in den verwundbaren Unterleib des Monsters. Mit hektisch klickenden Scheren stürzte die Krabbe in die Tiefe und riss dabei fast die Waffe des Gabrieliten mit sich. Der letzte Dämon nutzte den Augenblick der Ablenkung, um Adoniel mitten im Flug zu rammen. Vorsicht, Adoniel, von links! Aber Ariels Warnung kam zu spät. Der schwarze Panzer der Kreatur prallte mit voller Wucht in den unvorbereiteten Gabrieliten und eine der glühenden Scheren schnitt zischend in seinen Flügel. Kein Laut des Schmerzes kam über Adoniels Lippen. Stattdessen zog er mit der linken einen gezackten Dolch und schnitt der dämonischen Krabbe einen der schillernden Flügel vom Rücken. Mit einem Ruck löste er sich von dem stürzenden Gegner und verwundete ihn noch im Fall mit einem Hieb des wieder freien Flammenschwertes. Das dunkle Wasser zischte laut, als es über den glühenden Scheren der Dämonenkrabbe zusammenschlug. Sofort waren Ariel und Rahel bei dem verwundeten Gabrieliten. Der Gestank von verkohltem Gefieder lag in der Luft und ein hässlicher, schwarzer Schnitt zog sich über Adoniels linken Unterarm. »Wir müssen landen, damit ich mir die Wunde an seinem Flügel ansehen kann«, sagte Rahel an Ariel gewandt. Sie nickte und sah auf den Hafen hinab. Die fünf Gabrieliten hatten den großen Dämon weiter ins Hafenbecken hineingedrängt und über den meisten Stegen und Befestigungsanlagen wurde gekämpft. An der Mole, an der sie zuerst angegriffen hatten, waren jedoch keine Feinde zu sehen und Ariel beschloss, dass sie es kurz riskieren konnten, dort zu landen. »Folgt mir«, während Rahel nach Adoniels Verwundungen sah, beobachtete Ariel durch den Regen, wie die fünf Gabrieliten dem riesigen Tausendfüßler-Dämon im Hafenbecken systematisch den Garaus machten. Die Todesengel waren dazu übergegangen, immer zu zweit einen der Köpfe der Kreatur anzugreifen, während die anderen drei die zunehmend panischen Angriffe der übrigen Köpfe abwehrten. So gelang es ihnen, einen der gefährlichen Tausendfüßler nach dem anderen auszuschalten, bis sie schließlich alle schlaff im Wasser hingen und die fünf Engel ihre Flammenschwerter in den mächtigen, feuchtglänzenden Hinterleib des Wesens stoßen konnten. Der Weg ist frei, Daniel. Pyriel war mit ihrer Schar bis unter die Wolkendecke hinabgeflogen und beobachtete, wie sich die Flotte der Templer im grauen Morgenlicht in das Hafenbecken von Tours ergoss. Bislang waren es genau nach Plan verlaufen, aber Pyriel wusste auch, dass ihnen das Schwerste noch bevorstand. Beim Kampf in den engen Gassen der Stadt oder im Inneren der Gebäude waren die Engel den Templern und Söldnern der Kirche keine große Hilfe. Auch wenn viele der Gegner, die sie dort antreffen würden, menschlich waren, gab es genug Spezies der Traumsaat, die klein genug waren, um sich an Orten zu verstecken, die ein Engel mit seinen großen Flügeln niemals erreichen konnte. Alles, was sie tun konnten, war, den Luftraum über der Stadt zu sichern und über Plätzen und größeren Straßen Stellung zu beziehen, um die Fußtruppen von dort aus so gut wie möglich zu unterstützen. »Pyriel, die Ketzer verbarrikadieren die Straßen zum Hafen, um den Vormarsch der Landungstruppen zu stoppen.« Das war Manuel, ihr allzeit wachsamer Aurelit. Sie nickte kurz. »Labiel, Simael und Kuriel, nehmt euch Scharen und haltet die Zugangsstraßen zum Hafen frei.« 14 aus dieser Distanz etwa stecknadelkopfgroße weiße Punkte, die bis eben noch über dem relativ ruhigen Nordwesten der Stadt gekreist hatten, sammelten sich und flogen zum Hafen hinüber. Simael hatte bei Kämpfen über der nordlichen Stadtmauer seinen Rameliten an die Traumsaat verloren. Bislang hatten sie allerdings insgesamt nur wenige Verluste erlitten und Pyriel hoffte, dass es auch so blieb. Jetzt hallte eine Reihe von gewaltigen Explosionen zu ihnen herauf, und vom großen Platz im Südwesten der Stadt stieg dichte weiße Rauche auf. Die Ketzer mussten dort inzwischen größere vorsintflutliche Waffen in Stellung gebracht haben. Als der Rauch sich etwas verzogen hatte, waren in der Nähe des Platzes mehrere lodernde Feuer zu erkennen. Sie fragte sich, ob der Regen die Flammen löschen würde, oder ob die Templer bald durch die brennenden Stadtviertel gegen die Ketzer von Tours anrennen mussten. Zumindest schien es aber, als wären sie erfolgreich gelandet
und hätten den Hafen gesichert. Es war nicht Pyriels Aufgabe, den Angriff der Hauptstreitmacht am Boden zu lenken. Sie hatte lediglich die himmlischen Heerscharen zu koordinieren und die Armatura am Boden würden mit den wichtigsten strategischen Informationen versorgt werden. Manuel, flieg hinunter und gib Vater Arcia einen Landebericht. Melde ihm auch, dass wir jetzt mit dem Sturm auf die Towerbastion beginnen. Der Urielit nickte kurz und schoss dann in Richtung des Hafens davon. Der Hafen ist unser, dachte Pyriel für alle vernehmbar. Das nächste Ziel ist die Torbastion zu erobern und unsere Kavallerie Zugang zur Stadt zu verschaffen. Sammeln! Langsam fanden sich alle Engel wieder ein, die nicht aktiv in einem Scharmützel verwickelt waren und die nicht die Aufgabe hatten, dem Templerheer als Luftunterstützung zu dienen. Zu zwei weiß schimmernden Flecken über der Stadt. Noch immer drangen von unten leiser Kampflärm und gelegentlich das Donnern einer Explosion zu ihnen herauf. Ansonsten war nur das leise Rauschen des schwachen, aber steten Regens zu hören. Die Sonne stand mittlerweile schon deutlich über dem Horizont und die steinernen Türme der Stadt erhoben sich jetzt kaum mehr gegen den grauen Himmel ab. Jetzt!